schon wieder vergessen, das Ding zu drehen. Mein Gott, Anfänger. Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir eine Forsythie, also bitte, eine Forsythie zurückschneiden. Die haben wir schon einige Jahre in Vorbereitung. Unser Kicherzwergenpalast, ne? Und den haben wir vor 2 Jahren umgetopft und jetzt ist er so kräftig im Wuchs und auch die Wurzeln haben sich sehr gut etabliert im Kopf. Ja, ja. Dass wir jetzt den Kandidaten zurückschneiden im Sommer, auch einen Blattschnitt machen und wir werden die Äste aussortieren, die wir dann später zum Kronenaufbau benötigen. Ja, und das Ganze, das machen wir jetzt mal zusammen. Viel Spaß! Hier haben wir den Kandidaten. Coco, hier bitteschön. Ja. Du bist jetzt ruhig. Zunächst werden wir erstmal so weit zurückschneiden. Ja. Dass wir einen Einblick in die Pflanze bekommen. Ja. Also wir schneiden so weit zurück, dass wir, also was wir nicht gebrauchen können, auf jeden Fall schon mal abschneiden. Und den Rest, den reduzieren wir dann gleich, wenn wir ein bisschen einen Einblick haben. Ja. Das Schwierigste gleich wird das Aussortieren der Äste, denn hier ist uns wirklich eine Menge gewachsen. Ja. Eine Menge gewachsen. So. Ja, kriegst du ein bisschen mehr Licht, keine Angst. Ja. So, das reicht erstmal zum groben Rückschnitt. Ja, wie wir sehen, das Ganze heute sehr unterhaltsam hier, ne, Melodie. Ich werde jetzt die Blätter entfernen und dann schauen wir uns den Kandidaten gleich nochmal an. Vielleicht zeige ich das jetzt noch ein bisschen in Zeitraffer, aber die ganze Zeit dabei sein könnt ihr jetzt nicht, weil das, dann sitzen wir hier eine ganze Stunde zusammen und das ist dann doch ein bisschen zu lange. Von daher werde ich jetzt erstmal die Blätter entfernen und dann sehen wir uns den Kandidaten gleich mal an, wie er nackig aussieht. Ja, wie man sieht, jetzt ist der Kandidat ziemlich nackig und jetzt holen wir euch mal ein bisschen näher ran und gucken mal, wie wir das Ganze jetzt gestalten bzw. was wir davon rausschneiden, denn es ist doch eine ganze Menge, was hier raus muss. Bei dem ganzen Wirrwarr hier ist es jetzt ein bisschen schwierig, filmerisch zu zeigen, aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir entfernen jetzt alles, was nach innen wächst und schauen, welchen Ast wir später gebrauchen können. Den möchte ich jetzt gerne behalten hier. Und jetzt kommt hier von unten noch einer, der ist viel zu dicht bei dem dran. Den schneide ich ab. Der geht auch noch innen hier. Den kürzen wir nur ein und lassen wir noch ein, zwei Knospen stehen. Das Teil hier ist schon trocken. Ne, sorry. Den schneiden wir erstmal ab. Hier haben wir ein Totholzstück. Hallo. Hallihallo. Hier bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher, ob ich den behalte oder nicht. Dann lassen wir den erstmal. Hier kommt ein junger Trieb von unten. Der ist auch viel zu dicht bei dem anderen Ball. Der kommt auch erstmal ganz weg. Hier kommt auch einer von innen. Das weiß ich aber wie gesagt noch nicht. Ich glaube, den behalten wir hier, ja. Dann kürzen wir den ein, dass wir noch ein, zwei Knospen behalten. Ja, der kommt ganz weg. Eben auf die andere Seite. Der hier, der kommt auch ganz weg. Den kürze ich erstmal ein und schneide den gleich mit dem Messer nach. Hier ist eine Weintraube. Wie schön. Krachmacher. So, den Rest hier, den werden wir jetzt erst nochmal einkürzen.
wie gesagt, nur einkürzen, nicht abschneiden. Denn hier sollen sich später dann irgendwo mal die Äste aufbauen. Ja, das machen wir jetzt rundherum. Also wie gesagt, alles was nach innen wächst, kommt heraus. Dann entscheiden wir, welchen Ast wir behalten. Hier werden wir voraussichtlich diesen behalten. Der wächst nach oben, den kürzen wir ein, lassen dort auch ein paar Knospen stehen und den kürzen wir auch ein, lassen auch ein paar Knospen stehen und hier können wir das Ganze dann neu aufbauen. Wie gesagt, das ist jetzt also Ziel erstmal, alles was zu viel ist, zu entfernen und zu gucken, wie wir später die Krone aufbauen können. Und das wird dann nach und nach jetzt passieren. Das passiert nicht heute auf einmal. Ja, ein riesen Wirrwarr. Ruhe. Hier haben wir jetzt einen dickeren, den kürzen wir ein. Der kann sich später weiterentwickeln. Hier kommt von innen ein dünnerer, den nehmen wir ganz raus. Hier ist auch noch ein dünnerer, aber den lassen wir erstmal dran als Saftzug mit. Hier kommt einer von unten heraus, der liegt über dem. Und der kommt komplett ab. Der geht nach innen. Den lassen wir auch mal dran, das heißt, wir kürzen den ein. Wir lassen den noch als Saftzug, den kürzen wir nochmal ein hier. Der kommt jetzt von unten. Dort unten brauchen wir keine Äste, die sollen sich später oben entwickeln. Hier haben wir jetzt einen Zwilling. Der geht über den ein. Also müssen wir später woanders lang lenken. Also kürzen wir den nur ein. Und der nach innen geht, der kommt erstmal komplett weg. Hier geht auch noch einer nach innen. Ein dünnerer. Den können wir so rausziehen. Wunderbar. Ja, also nicht so einfach, wenn man so viele Äste zur Auswahl hat. Hier geht, kommt einer von unten. Den nehmen wir ab. Das können wir hier so lassen. Der geht jetzt auch nach innen, der auch. Der kommt auch von unten. Den Teil hier. Wo wir nicht wissen, was wir wegnehmen, kürzen wir nur ein. Denn dort kann man später wieder was Neues entwickeln. Alle dickeren werden eingekürzt. Der kommt von unten. Der kann weg. Einen dicken. So, das meiste haben wir jetzt schon zurückgeschnitten. Jetzt haben wir hier einen Ast noch. Und zwar den Coco. Diesen hier. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den behalte. Aber wie wir wissen, ist eigentlich der erste Gedanke immer der beste. Der geht hier so quer rüber in die Prärie. Und ich werde ihn jetzt einfach nur einkürzen. Und gegebenenfalls später dann komplett entfernen. Allerdings kann ich noch nicht ganz wegschneiden und zeige euch mal warum. Wir haben hier nämlich, das muss ich auf automatisch schalten, hier haben wir eine Brücke. Und diese Brücke, die hat der Ast gebildet hier. Das sind also Wurzeln, die hier durchgewachsen, drüber gewachsen sind. Und wenn ich den jetzt komplett abschneide, dann wird mir diese Brücke hier absterben und das möchte ich nicht. Von daher lasse ich den jetzt erstmal stehen und dann schauen wir mal, ob wir den später ins Gesamtbild mit einbauen können. Und hier sind jetzt auch einige tote Äste drin vom damaligen Rückschnitt der ganzen Pflanze und die bleiben alle noch bestehen. Die werden mit der Zeit verrotten und dann kann man die herausbrechen, wenn das soweit ist. Oder die verrotten halt so weit, dass es dann ja, natürlich aussieht im Verrottungsprozess, aber ich werde ihn nicht entfernen, denn es hat einen ganz klaren, einfachen Grund. Und zwar bildet sich unter diesem Totholz Feuchtigkeit und diese Feuchtigkeit sorgt dafür, dass die Wurzeln unter der Rinde herwachsen und dann ins Erdreich wandern. Und umso interessanter wird die ganze Geschichte dann später. Und wenn man das jetzt alles abschneiden würde, dann würde das Ganze zurücktrocknen und... Hey, hat die Klappe da hinten! Zurücktrocknen und dann würde das Ganze also nicht mehr
sich weiterentwickeln. Von daher bleibt das Totholz hier bei der Versüz hier auf jeden Fall erstmal dran. Ja, winke, winke. Na? Zu der Nuni? Winke, winke. Guck, guck. So, jetzt kommen wir zum Abschluss. Ja, wir haben den Kandidaten gerupft. Ich zeige euch mal. Hältst du mal die Klappe? Und ich zeige euch mal kurz Vorher-Nachher-Eindruck. Vorher-Nachher. Vorher-Nachher. Wieder vergessen, das Ding zu drehen. Den Kandidaten hier immer richtig auf den Schirm zu kriegen, ist ein bisschen schwierig, da er so viele Ecken und Kanten und Höhlen hat. Aber ich denke, so ein bisschen was kann man schon mal erkennen, wie das aussieht. Ich denke, Natura ist es natürlich ein ganz anderes Bild als jetzt hier auf dem Film. Denn das ist wirklich eine sehr interessante Versüz hier als Bonsai. Insbesondere, weil es halt eine Höhle ist. So, und nochmal ganz wichtig als Hinweis, solche Arbeiten dürft ihr nur an Pflanzen machen, denen es wirklich gut geht, die gut eingewachsen sind und kräftig im Wachstum sind, die richtig vital sind. Dort kann man jetzt im Sommer solche Arbeiten vornehmen. Ansonsten, wenn Pflanzen in der Vorbereitung sind und noch nicht richtig eingewurzelt oder richtig am Wachsen sind, dann macht man solche Sachen natürlich nicht. Ja, das war jetzt eine radikale Maßnahme, die jetzt sein musste, denn wir sehen ja das Verhältnis von dieser Höhle zu dem Ästen, die wir jetzt noch haben, das muss irgendwann auch passen. Wir können jetzt nicht so riesenlange Äste haben und so eine kleine Höhle da unten drunter. Das passt von der Optik her nicht. Von daher haben wir das Ganze jetzt reduziert und das stehen lassen, was wir gebrauchen können. Und was wir nicht gebrauchen können, haben wir einfach abgeschnitten. Und jetzt können wir den Astaufbau beginnen nach und nach und werden also immer wieder kontrollieren, nachsehen, was gebraucht wird und was nicht. Und das werden wir dann gegebenenfalls jederzeit wieder ändern, zurückschneiden und dergleichen, damit wir das Ganze hier jetzt mal zu einer richtigen Krone und zu einem Bonsai entwickeln. Das Ganze wird natürlich noch eine längere Geschichte, wie alle anderen Geschichten auch, ganz klar. Bonsai ist immer eine lange Geschichte, das geht nicht von heute auf morgen. Und den habe ich jetzt schon, ich bin jetzt ganz sicher, 4, 5 Jahre oder sogar noch länger schon in Vorbereitung. Und in der Regel habe ich ihn einfach nur wachsen lassen und habe ihn dann einmal im Jahr, manchmal auch zweimal im Jahr, einfach komplett zurückgeschnitten und wieder wachsen lassen und wieder zurückgeschnitten. Und das jetzt ein paar Jahre schon. Und dadurch haben die Wurzeln im Totholz sich jetzt also dermaßen gut etabliert, dass man also jetzt diese Maßnahme ergreifen konnte und sagen konnte, gut, jetzt gehe ich mal an die ganze Sache ran und entwickle jetzt auch mal eine Krone an diesem Bäumchen hier. Höhle, Kicherzwergenpalast, lol. Ja, eine interessante Geschichte finde ich und solche Kandidaten findet man nicht alle Tage. Dieser hier, der war in einem Topf und war eingebuddelt. Also es war voraussichtlich früher mal ein älterer Baum schon, der dann in den Topf gekommen ist, den man tiefer eingepflanzt hat und zurückgeschnitten und der ist dann oben wieder ausgetrieben. Ist ja eine schöne Sache, so kann man alte Pflanzen auch erhalten. Und irgendwann wurde er weggeschmissen und ich habe mir dann aus dem Topf herausgeholt, sauber gespült und war wirklich überrascht, was da zum Vorschein kam. Das war also wirklich verblüffend. Und ich glaube, ich habe das damals auch gefilmt, aber ist schon so lange her. Danach jetzt zu suchen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ja. Das, denke ich mal, war es mit diesem Kandidaten erst. Der kann jetzt wieder wachsen, der kriegt jetzt Dünger und Wasser ausreichend. Und dann schauen wir zwischendurch mal, wie der aussieht. Ich werde euch natürlich zeigen in einem der nächsten Filme als Update hinten dran, wie alle anderen Sachen auch, die ich mache, immer mal als Update. Denn es bringt ja nichts, wenn man eine kleine Entwicklung hat und darüber wieder einen Film macht. Das kann man später vielleicht im Laufe der nächsten Jahre machen, dass man diese Updates dann zusammenfassend in einem Film dann der abspielt. Mal denke mal, das wäre dann auch interessant zu sehen, wie die Geschichte sich dann entwickelt, fortlaufend, dass man also einen fließenden Übergang hat zu der ganzen Geschichte. Aber das kommt später, soweit sind wir noch nicht. So, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ciao!